Hallo zusammen, willkommen im Frankenspalter. Heute erzähle ich euch etwas über Weinschränke. So. Also, bei Rot, Weiss wie und Rosé muss man ein bisschen unterscheiden. Und von ein paar Sachen temperaturmässig und ob man ihn trinken oder ob man ihn lagern. Also zum Lagern habe ich es einmal so eingestellt, wie ich gerne möchte. Lieber ein bisschen kühler beim Weisswein, die obere Zone beim Zonenkühlschrank 6 Grad für ein Weisswein und Rosé, das sollte man ziemlich ähnlich haben. Und Rotwein, da hat man eigentlich eine Trinktemperatur eingestellt, 16 Grad aufwärts. Und Lagertemperatur wäre inzwischen, ja, das unterscheidet sich je nach Weinsorte. Ich denke, zwischen 12 und 14 Grad in 15. Und Trinktemperatur ist dann beim Rotwein, ja, 16 aufwärts bis Raumtemperatur und der Weisswein eher ein bisschen kühler. Rosé, würde ich sagen, trinkt man wie der Weisswein. Rotwein und Weisswein kann man gleichzeitig lagern, aber nur dann, wenn man einen so kleinen Zonenschrank hat. Heißt, kann man verschiedene Temperaturen einstellen, Obertemperaturzone und Untertemperaturzone. Früher hat man Flaschen immer lagern müssen, wenn sie liegen gewesen sind. Heutzutage ändert sich ein bisschen. Früher hat man Zapfen aus Korken gehabt, wie heute immer noch, und innen muss zwingend liegen sie. Und heute, die Kunststoffkorken, die man hat, dort ist es eigentlich ganz egal, ob man die stehend oder liegend. Sonst trocknet nämlich der Korken aus, und dann, was passiert mit dem Wein? Kann man auch vielleicht nicht zum Kochen brauchen, aber nur als Essig. Also bei unseren Weinschränken kann man sie rausnehmen, ganz rausnehmen, wenn man zum Beispiel Magnumflaschen hat, dass die besser Platz haben. Aber man kann sie nicht in einer anderen Höhe verstellen. Man kann sie rausnehmen, dass man mehr Platz hat, aber nicht anders justieren. Der beste Standard für einen Weinklimaschrank wäre meiner Meinung direkt nicht messisch. Hast Wacker offen da, unter dem Sitzen, Weinflasche rausnehmen und direkt auf die Stelle und loslegen. Aber, man hört es ein bisschen, die Geräte haben immer einen gewissen Hintergrundlärm. Für die meisten störend. Der Kompressor, der läuft, Ventilateur, die einen kleinen Lärm machen. Darum wäre es eigentlich empfehlenswert, in einem Nebenraum zu haben oder im Keller, wo nicht zu kalt ist, am besten immer so um die 15 Grad aufwärts und dann gibt es sicher kein Problem mit der Lagerung vom Wein. Also wir haben verschiedene Farben. Meistens Grundgerät ist schwarz, dann gibt es verschiedene Fronten. Wie man da sehen mit Chrom, ist sicher die üblichste. Es gibt dann, wo noch ein schwarzer tönes Glas haben, die ganze Front. Und dann gibt es noch dann, wo geschlossen sind, von Liebherr, wo dann eigentlich auch auf der Seite dunkel sind und vorne im Bordeaux-Rot. Dann gibt es eher noch verschiedene Grössen. Es gibt ganz kleine, würde ich sagen, von 21 Flaschen bis 220 Flaschen. Und von innen gibt es dann also thermoelektrische und dann mit Kompressor. Das sind so die unterschiedlichen Varianten von Weinschränken, die wir haben. Gut, dann kommen wir zum angenehmen Teil. Man muss ja den Wein auch probieren. Und dementsprechend sage ich, hey, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören oder sehen uns das nächste Mal wieder. Zum Wohl miteinander.